Sagt Ihnen Oziceni was? Nein? Die rumänische Stadt war mit ihrem FC und Irea Vallahorum und ihren rund 14.000 Einwohnern die kleinste, die jemals in der Champions League antrat, bis jetzt. Denn hier kommt Hoffenheim. Das Dorf, auf das die ganze Fußballwelt schaut. Bild am Sonntag hat sich im 3200-Seelen-Örtchen im Rhein-Neckar-Kreis umgesehen. Auf der B45 muss man aufpassen, sonst verpasst man Hoffenheim. In 2 Minuten ist man mit dem Auto durch, stockender Verkehr inklusive. Denn die B45 ist gut befahren. Was als erstes auffällt, ein Haus, das in den Hoffenheimer Vereinsfarben angestrichen ist, in Blau und Weiß. Der BAMS-Reporter klingelt einfach mal. Nicht als erster. Heribert Bräunig, 59, öffnet die Tür, sagt, bei mir haben bestimmt schon über 1000 Leute geschillt. Sie wollen immer dasselbe. Wissen, wieso, weshalb? Bei seiner Antwort zögert er nicht lange, ich bin halt verrückt. Der ehrenamtliche Jugendtrainer der TSG strich das Haus vor 10 Jahren. Zur Feier des Bundesliga-Aufstiegs. Die Farbe spendierte ihm damals Clubpräsident Peter Hofmann, 59. Der gebürtige Hoffenheimer ist der dienstälteste Funktionär der Bundesliga, seit 1986. Noch heute führt er sein Elektronikgeschäft im Dorf. Die TSG begleitete er von der Kreisliga bis in die Champions League. Früher habe ich mir extra einen Multifan gekauft, damit wir hier ein Büro haben. Da sind die Spieler Schlange gestanden und haben nach dem Training ihr Fahrgeld bekommen. Ermin Bicakcic, Nadim Amiri, Adam Soloy, V.L., begraben den Torschützen Pavel Kaderabek, 2. V.R., unter sich. Der Tscheche erzielte den 3:1 Endstand am letzten Spieltag gegen Dortmund. Bedeutete, Platz 3 und Teilnahme an der Champions League. Foto, Bongards Getty Images. Die romantische Erfolgsgeschichte eines Dorfclubs, sie hat einen Beigeschmack. Der Aufstieg nach ganz oben wurde nur durch die Millionen von Dietmar Hopp, 78, möglich. Während er wegen seines, damaligen, Engagements nach wie vor von den gegnerischen Fans aufs Übelste beleidigt wird, sind ihm die Hoffenheimer dankbar, vor allem für seine sozialen Projekte wie Anpfiff ins Leben. Der gemeinnützige Verein hat auch einen Standort in Hoffenheim, wird von der Dietmar Hopp Stiftung jährlich mit rund 5 Millionen Euro unterstützt. Die Hälfte davon fließt in die Jugendakademie. Der Rest geht an andere Vereine der Region. Ortsvorsteher Karl-Heinz Hess, 66, spricht das aus, was wohl viele Hoffenheimer überhaupt denken: Ich habe ihn nie dafür bewundert, dass er viel Geld hat. Ich habe immer bewundert, dass er ein Mensch geblieben ist. Egal, wo man ihn trifft, er spielt nie den großen Zampano. Amitya sah am Ringspieß im ehemaligen Elternhaus von Dietmar Hopp. Ein Döner kostet hier 4 Euro. Foto, Apfmeiser. Die Verwaltungsstelle Hoffenheim liegt nur wenige Meter von Hopps Elternhaus entfernt. Wo früher das Wohnzimmer war, drehen sich heute 2 Dönerspieße. Ahmet Yazar, 31, übernahm den Imbiss vor einem halben Jahr, hat auch schon dem ein oder anderen TSG-Profi seinen Kebab, 4 Euro, verkauft. Wem, verrate ich nicht. Auch Hopp saß schon im Imbiss. Gegessen hat er allerdings nichts, zum letzten Mal war er vor 4 Jahren hier, für ein TV-Interview. Im Ort träumen nach der historischen Qualifikation für die Champions League alle von den großen Namen. So wie Ferhat Yatay, 21.
Er arbeitet an Hoffenheims einziger Tankstelle, sagt zu Bams, vielleicht kommt ja demnächst Cristiano Ronaldo zum Tanken vorbei. Die einzige Tankstelle von Hoffenheim bezeichnet sich selbst als Fußballtanke. In der Tankstelle hängen Wimpel der TSG aus. Hier gibt es auch Fanartikel zu kaufen. Hinter der Tankstelle liegt die Jugendakademie des KFUTO. Abfmeiser Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann, 30, war schon öfter da, ein super netter Kerl. Auch Spieler machen hier auf ihrer Heimfahrt einen Tankstopp. Kein Profi wohnt direkt in Hoffenheim, viele von ihnen im gut 30 Kilometer entfernten Heidelberg. Trainiert wird in Zutzenhausen, dem Nachbarort von Hoffenheim. Mittlerweile sorgt das Königsklassendorf auch international für Aufsehen. Eine israelische Online-Plattform titelte jüngst, aus einem kleinen Dorf in die Champions League, die Geschichte von Hoffenheim. Mit diesem kleinen Dorf werden künftig auch die Stars dieser Welt konfrontiert. Sie sind bei Facebook? Werden sie Fan von Bild Hoffenheim?